Servus Leute und herzlich willkommen. Und sind die deutschen Wundschauen, viele Nuckel hier. Das sind alle Wundschauen. Zur Erklärung für Leute, die neu einschalten. Nils hat letzte Folge gesagt, dass man nicht so viel am Daumen nuckeln soll, dass er sonst wund wird. Deswegen. Ich spreche hier nicht aus Erfahrung. Ja, genau. Ist halt echt so. Ich habe mit 3 Jahren aufgehört, du. Danach gab's nur noch Joints. Ach so. Hast du nie eingedreht zur Beruhigung, Alter? Das ADS muss man irgendwie unter Kontrolle kriegen. Ich hab ADHS. Wenn ich ADS hätte und ich würde mir noch einen Joint drehen, dann würde ich wahrscheinlich sterben, weil ich so low bin. ADS ist ja, wenn du zu ruhig bist. Das ist das Gegenteil. Nein. Doch. Echt? Ja. Okay, ich hab ADHS. Ja. Aufmerksamkeits... Defizit. Nee, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ist ADS. Ja. Und ADHS ist Aufmerksamkeit Hyperaktivitätsdefizit. Nee, Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndrom, so. Ja, was auf jeden Fall auch ADHS. Also, so wie du manchmal abgehst, wie die Post hier. Hast Ritalin kriegen sollen, du Alter. Ja. Ich hab mal eine Zeit lang Ritalin genommen. Echt? Mhm. Meine Mama hat gesagt, krieg nicht. Meine Mama hat gesagt, ich darf das nicht nehmen. Nee, keine Ahnung, ich hab das genommen. Das hat mir geholfen. Ja, mein Bruder soll das ja kriegen. Ich hab, ja, ohne Scheiß, ohne Witz, mit Ritalin konnte ich halt in der Schule mitmachen. Also, es war halt, also, da hab ich gelernt, überhaupt mich erstmal überhaupt zu konzentrieren mit Ritalin. Weil ich konnte es davor nicht. Ich hab übel abgeschissen, weißt du ja, erste Klasse, ne? Mhm. Vorbehin Dissel so, ja, Sonderschule, Mama. Aber voll, Junge, voll. Die war immer so voll, ich schick Sonderschule. Bei mir auch. Jeder Schüler, den sie mochte, ich schick mal Sonderschule, der ist behindert, der ist hyperaktiv. Ich bin Tagträumer, geh Sonderschule. Guck mich an, Alter, heute mach ich mein Abi. Tja. Aber ich hätte ja auf die Sonderschule gemusst. Ich mach hier nur gerade mein Abitur, also. Ja. Die Frau war kompetent, as fuck. Vor allen Dingen, weil sie auch immer so viel da war. Ja. Was machst du eigentlich? Achso, bei mir sah es aus, als ob du irgendwie drüben im anderen Feld mit der Seemaschine rumfährst. Nein. Was siehst du denn? Schon wieder Sonnenblumen? Sojabohnen. Oh, nee. Die ganze Zeit nur Sojabohnen, ey. Das hält doch keine Sau aus. Ja, okay, sobald das Feld fertig ist, tauschen wir. Ja, wir machen mal was anderes. Ich hätte mal Bock so auf Mais oder Sonnenblumen oder sowas Neues, weißt du? Da bräuchten wir halt dann auch neue Scheiße, ne? Das ist das Problem an der Sache. Ja, wir machen jetzt Hard Money, Alter. Wir machen Hard Money und dann machen wir das hier, ne? Ganz klar hier. Wir könnten eigentlich mal echt mal Sonnenblumen anpflanzen. Halt, für Sonnenblumen und so, da brauche ich mir erst einen großen Grubber. Und eine andere Seemaschine, oder? Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal, was wir mit dem hier noch anpflanzen können. Naja, ich glaube nur Gras, Weizen, Gerste, Sojabohnen. Mais und Zuckerrüben und Sonnenblumen musst du mit der anderen machen, soweit ich weiß. Oder musst du Sonnenblumen? Ich glaube, Sonnenblumen kannst du auch mit der anpflanzen. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich guck dann mal, wenn wir fertig sind, ne? So, wenn wir die 3 Felder jetzt gemacht haben, du, dann tun wir endlich mal hier die Scheiße dann verkaufen. Ich hoffe, dass es mal der Preis hoch ist. Ich schau mal, wie der Preis ist. Abbilder. Okay, bald muss verkauft werden. Wieso? Der ist maximal hoch. Der ist fast bei 3000. Hab ich blöd, da Maple Filmen 2,8 oder was, Alter? Ja, das geht richtig ab, Alter, ohne Witz. Ja, müssen wir uns ein Zeug legen, dann macht die Zeit jetzt wieder runter. Ja, näher, aber der Pfeil geht noch nach oben, gell? Ja, bevor es dann halt wieder runter geht. Nee, aber der Pfeil, der geht nach oben und nach einer Zeit hört der Pfeil einfach auf. Dann können wir die Zeit runterdrehen. Aber solange. Ah, der Pfeil ist nicht mehr da. Okay, dann mach ich die Zeit weg. Schnell der Zeit runterstellen, dann einfach siehst du jetzt. Willst du mal was fertig sehen? Ich sehe nicht, aber ich ernte von mir aus fertig, ja. Komplett fertig, ne?
Mal komplett fertig und dann verkaufen wir. Bin ja mal gespannt, wie viel das gibt, Alter. Ohne Witz, ich will es gar nicht wissen. Ich sehe es jetzt schon kommen, Alter. Bis wir fertig sind, ist der Preis wieder bei 2,2. Oh nö, ich denke eher, der steigt sogar noch. Ganz leicht. Zum 1 Euro. Ja. Ja, du bei 99.000. Ja, das macht schon aus. Das ist ein Euro. Ja, macht das hier. 99.000 aus, lol. Nein, 99. Stimmt, das ist ja pro 1000, nicht pro Euro. Ah, Preis wird schlecht. Hast du keinen Ritalin genommen oder was, ja, hä? Ich hab kein, ja, ich nehme das schon seit Jahren nicht mehr. Ich auch nicht. Ich hab's noch nie genommen. Sei froh, ist echt übel. Manchmal. Richtig hartes Zeug. Das ist echt hartes Zeug, das ist eine richtig harte Droge. Also. Krasser als Crystal Metwurst. Als Crystals Metwurst? Ja. Nö, das jetzt nicht. Also vor allen Dingen nicht so schädlich, aber ist schon auch. Du bist schon echt. Bist du echt manchmal down, wenn du das nimmst. Ein bisschen. Weißt du, wie. Eigentlich hat man sich, glaube ich, damals so gefühlt, wenn man das genommen hat, wie jetzt, wenn du so nach 8 oder 9 Stunden nach Hause kommst und dein Bett siehst und einfach übelst im Arsch bist. Ungefähr so hast du dich damals gefühlt. Wenn du es heute noch nehmen würdest, Alter, ach du Scheiße. Ich hätte wahrscheinlich Gehirnschäden, as fuck. Ja. Naja, aber ich hab's ja größtenteils unter Kontrolle. Also das Einzige, wo es halt wirklich auffällt, dass ich's hab, ist, wenn ich ausraste. Ja, und einfach mal abends so ab und zu so im Unterricht. Mein Gott, mein Deutsch. Ja, aber nicht so. Man merkt halt einfach so zum Beispiel beim Nix, gell? Ey, aber dann bist du einfach so typisch so, Alter, du bist hard as fuck müde. Ja, ja. Und dann merkst du einfach wieder so zum Beispiel, Nee, aber das ist einfach, da muss ja nicht ADHS haben. Wenn der Nix Unterricht macht, wird geschlafen. Das steht so im Schulgesetz. Der 3 hat komplett gepennt. Ich fand's geil bei Daniel. Was hat der nochmal gefragt? Ja, dürfen wir dann in der Prüfung dann gar nichts reinkleben und gar nichts, ne? Und dann so, ja, Daniel, das haben wir gestern besprochen. Echt? Ja. Und dann hab ich geschlafen. Dann hab ich so, echt, der Nix hat sich doch bestimmt, ey, alles mal reingezogen. Der hat den ohne Spaß, so der hat ADS, safe. Das ist halt so, ohne Witz. Der hat sein Gehirn so weggekifft. Der hat ADS gehabt, bestimmt nur sein Gehirn weggekifft. Der hat Ritalin genommen und nimmt's immer noch. Das ist dann richtig, das, was bei rauskommt. Ja. Ach so eine Tablette einfach mal so schniefen und dann macht so Flop und dann. Boah. Nein, ja. Digga, der tut es einfach so zerbröseln und dann zu so. Also, ja, fast. So wird's gemacht, so nicht anders. Das Problem ist, Nils, dass da noch so ein kleiner Scheißfitzel nicht reif ist. Soll ich das Risiko eingehen, dass der Preis runtergeht? Und das noch fertig machen? Ach komm, ich mach's. Also wir haben Weizen, Gerste, Raps, Sojabohnen, noch irgendwas und Gras. Noch irgendwas und Gras. Das noch irgendwas ist wahrscheinlich Ölrettich. Das sind so, wie so Löwenzahn sieht das aus. Ja, das ist Ölrettich. Aber Ölrettich bringt dir nichts. Kein Ertrag, weil das ist, um die Felder zu düngen vorab. Du kannst Ölrettich sehen, dann grubberst du das unter und dann hast du schon... Das macht im Prinzip nur Sinn, wenn du auf mit 3 Düngestufen das Spiel spielst. Machen wir ja aktuell noch nicht. Ja, also können wir jetzt eigentlich nur noch Gras machen, Weizengerste. Die Weizengerste hatten wir schon. Also wir hatten schon alles, was wir bis jetzt machen konnten. Ja. Außer Ölrettich. Und Gras. Ja, macht ja keinen Sinn, Ölrettich. Nee. Aber Sonnenblumen sind eigentlich auch recht geil. So 2,4, 2,3 bringen die. Ja, da bräuchten wir, ich weiß nicht, ein Maisschneidewerk kann die, glaube ich, auch machen. Kannst du mal googeln, ob man mit dem Sonnenblumenschneidwerk, das Extra-Schneidwerk, was es für die Sonnenblumenernte gibt, ob man da mehr Ertrag aus den Sonnenblumen rausbekommt, als wenn man das Maisschneidwerk benutzt? Steht bestimmt irgendwo im Wiki drin, also im LS-Wiki. Also wenn ich das mit dem Sonnenblumen Ding schneid, die Sonnenblumen mit so Sonnenblumen, ob die dann mehr Ertrag geben. Ja, oder was halt der Vorteil ist, wenn du tatsächlich so ein eigenes Mähwerk hast für die Sonnenblumen.
warte mal, habe ich keine Nachricht von meinem Chef bekommen? Jetzt läuft's. Ja, egal. Keine Ahnung. Juckt mich. 2839. Es bleibt stabil, der Preis. Ist das jetzt mal hier hinten endlich reif, bitte? Wachstum. Nee, immer noch nicht. Bitte. 2839. Super, Sonnenblumen lohnt sich. Aber da gibt es ja große Nachfrage auch gerade, ne? Bei dem einen. 2, 3, 4, 8, aber das bringt nichts. Du kriegst trotzdem mehr bei dem einen. Wieso macht der Helfer eigentlich immer die Scheiße aus, wenn man den mal wieder entlässt? Ich hasse das. Ich weiß es nicht. Ja. Ist so dumm. Page not found. Gibt's einen Eintrag zum Sonnenblumenschneidwerk? Es gibt halt immer nur die Frage, meistens so, ja, mit was tue ich die Sonnenblumen ernten? Also Sonnenblumen. Ja, geh vielleicht einfach mal auf die Seite von Sonnenblumen. Da steht ja bestimmt die Eigenschaften und so drin. Sonnenblumen mit Sonnenblumenschneidwerk. Ich fahr mal mein langes Rohr aus. Obwohl, nee, stehe ich eh ungünstig für. Obwohl, gleich kannst du mal mit dem Trecker kommen. Schaust du es auf dem Handy? Ja. Ja, gut. Ertragsrechner LS17. Ja. Ich weiß jetzt nicht, also, ob es da mit dabei ist, ne? Haben wir eigentlich schon einen starken Motor drin in dem Dingens, in dem Mähdrescher? So, jetzt sag nochmal, was ich machen soll oder wo ich hin soll. Ja, ich würde sagen, einfach auf die Seite von Sonnenblumen. Halt. Wie von Sonnenblumen? Ja, einfach auf. Auf die Wikipedia-Seite halt. Also was die Besonderheiten der Pflanze sind und sowas. So, kannst jetzt schon mal schnell herkommen mit dem Anhänger, bitte. LS-Wiki, ja. Ich gucke, dass ich in Anhänger reinkomme. Geil, 8, 9, 11, 13, 15. Da steht da vielleicht auch was von LS-17. Geil, ey. Hey, in anderen Teilen gab es noch keine Sonnenblumen, weil das ist eine Mod-Version. Nein, das steht nur generell. Ich will gerade nämlich erstmal den Jager auswählen. Kannst du seitlich mitfahren mit mir oder soll ich warten? Ja, krieg ich mal hin. Okay, ich mach mal voll, ne? Ja, nice. Ja, ein bisschen schneller. Kannst ruhig noch ein Stückchen vorfahren, der Anhänger ist ja groß. Ein bisschen nach links fahren. Warte mal, kann ich hier was machen? Ah ja, guck mal. Hey, geht's nur drum, Mähdrescher, Selbstbausatz. So, ist fertig. So. Du bist hier, ja, vielleicht mal was.
Alter, ich will gar nicht wissen, wie viel wir bekommen, Alter. Das wird so geil. Ohne Witz. Wir haben ja auch die letzten 5 Folgen oder mehr nichts anderes gemacht als so Sonnenblumenernten, ohne Witz. Ja, Sonnenblumenernten. Hallo, guten Tag, Abend, ich bin's. Guten Tag, Abend, was? Bin ich eigentlich dumm? Zödele. Weil der 17 ist schon um einiges besser als der 15er. Allein vom Feeling her. Kannst du gar nicht beurteilen, du hast den 15er nie gespielt. Das 11er aber. Wow, da war der 13er dazwischen und der 15er. Schnauze. Sonnenblume Wikipedia, ja, das Ja, das macht Sinn. Fast. Jetzt mal ein Video, das gucke ich mir doch mal an. Muss doch irgendwo mal ein Eintrag stehen zum Schneidewerk. Vielleicht Sonnenblumenschneidwerk oder so. Generell finde ich hier gerade so wenig. Das kann doch nicht wahr sein. Warte mal. Da steht hier im Shop irgendwo was. LS17 Sonnenblumenschneidwerk. Mottoster Wiki. Landwirtschaftssimulator LS17 Archive LS Wiki. Wiki, bla bla, Startseite, bla 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 bla, Suche. Boah, ist ja voll scheiße die Seite, ohne Witz. LS Wiki Start. Ja, kostet 52.000, gell, das Schneidwerk. Für Mais und Sonnenblumen. Hilfe zur Sonnenblumenernte. Hallo, bin neu im Forum und auch beim LS-Zocken. Habe eine Frage, spielt LS 15, die AGL, Sonnenblumen nicht ernten, Multifruchtmod etc. Ah ja. Nee. Gibt's neue Marken? Ja, gell. Im Vergleich zu was? Es sind neue Marken reingekommen. Wann? Sampo Rosenloo? Nee, kenn ich nicht. Sample Rosenloo gab's vorher auch schon. Meinst du jetzt durch ein Update oder was? In das Spiel? Ja. Nee, das gab's vorher auch schon. Roast Cell Mash? Alter, das ist mir noch nie aufgefallen. Was für ein Zeug? Roast Cell Mash. Das ist so grau-roter Mähdrescher. Ja, doch. Den gab's auch vorher schon. Jetzt mal bei Traktor gucken. Ja, da ist noch alles noch beim Alten hier. Der JVC könnte sein, ja. Ich hab's auch schon. Ernte. So, jetzt aber bei LKW. LKW kannte ich alle. Ja, ist nichts Neues. Farmtech, Goldhofer, Hularas, Hürlimann. Hürlimann gibt's zwei Träger, okay. Rübenernte. Wer will Rübenernte? Husqvarna stellt Kettensägen her. Okay, Jonsert, auch Kettensäge. Jens ist der Häcksler, beziehungsweise die Häckseltechnik. Krampe, Garant, JCB, Holmer. Ja, Holmer. Okay, wissen wir. Oh, Alter, das ist ja geil. Ich frag mich gerade. Was kann der? Der kann Rüben ernten. Der hat eine Arbeitsbreite. Alter, das ist ja voll geil. Der hat ja. Das ist ja mal ein Riesending hier, ohne Witz. Mit Erntemaschine, Frucht hat geerntet, denn zusätzlich wird noch ein passendes Schneidwerk benötigt. Mit dieser Maschine sammelst du Zuckerrüben vom Boden auf und beförderst sie in den Anhänger. Ach so, das ist nur eine Aufsammelmaschine. Wow. Okay. Dann, genau, wir können hier nur Weizen, Gerste, Raps, Sojabohnen, Ölrettich und, ja. Boah, Alter, als ob die andere halt so 121.000 kostet. Okay. 9 Meter Arbeitsbreite hat die auch nur. Ah ne, die hat auch nur 9. Okay. Hä, aber, Moment, ich hab jetzt nicht nach Dingens geguckt, nach Seemaschinen, sondern... Seemaschinen. Wo sind die denn? Feldhäcksler-Schneidwerke. Boah, Alter, wie viele verschiedene Feldhäcksler-Schneidwerke gibt es denn?
Hey, kann ich das Licht auch mal ausmachen? Was ist das für ein Licht? Alter, was gibt's hier alles? What the fuck? Ah, das ist für Pappeln, okay. Pappeln gibt's auch noch in dem Spiel. Stimmt. So, was gibt's noch? Kann ich jetzt hier mal endlich Seemaschinen hier? Ah, genau. Hier gibt's die 15 Meter Seemaschine von Amazone. Die grubbert aber nicht gleichzeitig. Mit einer Seemaschine kann man Felder bestellen, okay. Alter, die kostet 124.000, what the fuck. Die hat nur 96 gekostet und man kann gleichzeitig grubbern. Und mit der hier kann man Lemken Solitär, die hat halt weniger. Ah ja. Hä? Wie? Was, wie? Wa. Die hat. Die hat 9. Okay. Hey, die eine Amazone-Seemaschine, die hat 15 Meter Arbeitsbreite und die hat auch Düngerfunktion, wie ich das hier sehe. Aber das hat mit irgendwie jede anscheinend. Und auch kein vorheriges Grubbern oder Pflügen nötig. Aber die kostet 224.000. Ich würde aber sagen, wir holen uns erstmal die andere, die für die anderen Fruchtsorten da ist. Also die Maestro. Würde ich sagen. Fährt denn der Helfer hier eigentlich? Keine Ahnung. Meine Jüde. Ich komme mal hier zum bisschen Polen. Was für ein Polen? Oder hast noch Platz? Ich hab noch genug Platz, aber er kann trotzdem schon mal. Nee, lass mal stecken. Schafft es so. Wieder vorne hinfahren. Ja, fahr da vorne hin halt, meine Jüde. Dann sehe ich die Scheiße jetzt noch fertig und dann fahre ich da zum. Was willst du denn eigentlich mit sehen, Alter? Ah, ernst du die Scheiße noch fertig und dann fahre ich zum Bahnhof die ganze Kacke und dann verkaufen was. Bin ich ja Haben mal wir eigentlich noch gespannt. Schulden? Nee, nur 15.000, das ist im Prinzip nichts. Haben wir noch Schulden? Nee, nur noch 15.000. Ja, es ist. Ich habe keine Ahnung, also 30.000 insgesamt. Wir haben. Moment, schau mal. Hoch. Minus 25. Nee, wir haben einen Kredit von 10.000. Wir haben minus 25.000. Also, das ist verkraftbar. Als ob hier halt noch so ein ganz kleiner Fitzel jetzt nicht. Ach, komm. Ich sag nix. Ich sag dazu gar nichts hier. Jo, kannst. Ich habe bestimmt noch einen größeren Traktor, Alter. Mit dem wird es langsam schwierig. Hä? Das ist der fetteste Traktor, den es in-game gibt. Echt? Ja, der sieht irgendwie nur so klein aus. Wegen dem großen Anhänger. Der ist riesig. Das ist. Was ist denn das? Fendt 800 Vario, oder? Irgendwie sowas. Fendt 900 Vario. Ja, der hat 390 PS. Was Stärkeres gibt es kaum. Also, man kann hier mal gucken. Traktoren. Also von klassischen Traktoren ist das der stärkste. Nur haben wir hier 900 Vario. Es gibt noch den Valtra, der hat aber weniger PS. Ja gut, ich habe den ja auch noch aufgemotzt. Ja gut, Okay, wir können einfach mal eine Zugmaschine nehmen, aber die ist halt mega langsam, ne? ja, nee, aber das ist schon ein starker Träger mit 390 PS. Also, Ja, weil der manchmal kommt der halt nicht so vorwärts, weißt du?
Ja, das ist aber normal. Das ist halt einfach so. Das ist Physik. Gab's halt beim LS11 noch nicht. Das. Funktioniert's abladen jetzt? Oder bist du immer noch zu doof dafür? Nils, ich möchte eine ehrliche Antwort. Du musst. Ach, du bist doch echt ein Dummdödel, ey, ohne Witz. Hast du's hinbekommen? Es geht immer auch wieder zu. Ja, du fahr doch mal weiter vor. Du bist ja kaum drin im Bereich. Dann will er nicht. Hä? Nee, fahr vor jetzt. Vor. Jetzt. Geht nicht. Ja, dann ist das verbuggt bei dir. Geh mal raus. Ja, bei mir geht. Guck, machst du so. Fertig. Was ist denn los, Alter? Bei mir ist die wohl momentan woanders, oder? Hä, ist dein Traktor desync oder was? Ja, irgendwie so. Scheinbar. So. Tschüss, tschüss, Mama, ich fahr Zug! Jetzt geh mal da raus, ich muss jetzt. Ne, Moment, ist es der richtige Zug überhaupt? Ich weiß Gott gar nicht. Moment, welcher führt denn. Ne, ist der falsche Zug. Bäh. Ich hab. Ne. Doch. Nimm mal den. Geh mal aus dem Zug raus. Haus. Ist es der richtige jetzt? Ne, ist immer noch der falsche. So, alles klar. Jetzt werden krass Geschäfte gemacht. Mach 2839. Ja. So. So hier. Alter. Schön anzugucken. Guck mal, wie es fließt und fließt und fließt. Wir müssten mal so einen Zug einfach komplett vollladen. Mit Holz vollladen, mit. Ja, Holz macht keinen Sinn, meiner Meinung nach. Nee, einfach nur alles verkaufen. Holz, chill, Alter. Das Holz macht, wie gesagt, in meinen Augen keinen Sinn, weil. Du einfach. Was ist denn der andere Container da? Gerste, Weizen oder was kommt denn da? Hey, nö, du kannst da alles reinladen, was du willst. Das sind nur getrennte Wagen, da kannst du mehrere Fruchtsorten gleichzeitig transportieren. Zum Beispiel. Oh, du kannst einfach so öffnen oder was? Nee, es geht automatisch auf, wenn ich da hinfahre. Aber die, Jung, du. Aber die 100.000, die passen in den einen Anhänger anscheinend. Ja, knapp. Nö. Haben wir immer eine Silo-Standsanzeige? Nö, die hab nur ich. Okay, der ist voll. So, dann machen wir den nächsten nochmal. Oder gehen da jetzt 12.000 rein, ey. Nice. So, ja, Bohnen, 12.000 sind noch drin. Ich würde ja mal interessieren, wie das dargestellt wird, wenn mehrere Fruchtsorten transportiert werden. Boah, kritisches Ding, Junge. So. Jetzt geht es los. Ich würde das mal interessieren. Guck mal, ich bin schneller. Du bist fetter beladen. Nee, nicht wirklich. Man sieht sich. Alter. Okay. Wollen wir uns jetzt von dem Geld kaufen? Ich habe Alzheimer. Ich weiß es auch noch nicht. Ich weiß es doch auch noch nicht. So, jetzt mache ich erstmal die 12.000 da weg. Aus dem kleinen Piss-Anhänger. So. Ach, diese scheiß Ansicht.
So, also. Die 12.000 haben jetzt schon 36.000 gebracht, Nils. Läuft. Also, so, jetzt bin ich gespannt. Abbilder. Haben wir jetzt insgesamt? Ja. Nee, verdient. Insgesamt haben wir 358.000. Oh, fuck, das tut alles weh. So, dann können wir jetzt erstmal schön die restlichen Schulden zurückzahlen. Und das Geile ist, Nils, wir können noch 300.000 Schulden machen. Das heißt, wir haben 648.000 zur Verfügung. Ja. Damit lässt sich arbeiten. Steig mal in das Auto. Ja, ich fahre erstmal zurück. Damit lässt sich arbeiten, liebe Leute. Deswegen bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.